Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute reden wir über ein neues Produkt, das den deutschen Markt erschließt. Und um welches Produkt es dabei geht und vor allen Dingen warum dieses Produkt interessant für Fans von Screwdown-Holdern ist, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, nach einer Woche Abstinenz bin ich mit einer weiteren Folge Sammelkartencheck wieder zurück am Start. Ich war jetzt eine Woche tatsächlich recht abstinent. Es gab eigentlich kein Video seit 7 oder 8 Tagen. Das lag aber daran, dass ich andere Videos vorbereitet habe. Das heißt, in nächster Zeit würde recht viel kommen, wie zum Beispiel 3 Folgen Neuzugänge. Davon, ich glaube, 1 Folge OCG und 2 TCG-Folgen. Dann wieder ein Phantom Rage Opening, also ein Opening des nächsten Hauptsets, nur eben aus dem OCG. Und natürlich auch noch eine weitere Folge Sammelkartencheck, in der wir dann einen großen Missstand in der Community besprechen. Aber heute geht es nicht darum. Heute wollen wir was Tolles besprechen, nämlich ein neues Produkt, das den deutschen Markt erschlossen hat. Bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal auf den einen Punkt eingehen, den ich ja schon eingangs erwähnt habe, denn das neue Produkt ist interessant für Fans von Screwdown-Holdern. Was sind Screwdown-Holder? Wird sich jetzt vermutlich der möglicherweise uninformierte deutsche Yu-Gi-Oh! Michel fragen. Das sind diese verschraubbaren Hartplastik-Cases, die gerne genutzt werden, um die wertvollsten Karten, die man so in seinem Besitz weiß, zu verstauen und eben vor Staub, Druckstellen, Kratzern und allem möglichen zu schützen. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Das Problem ist, diese Dinger gibt es kaum noch auf dem Markt. Also sie sind natürlich noch in einigen Shops gelistet, wie zum Beispiel Gate to the Games etc. Aber die sind tatsächlich schon teilweise seit Jahren ausverkauft. Also die werden auch nicht mehr nachgelistet, diese Dinger. Ja? Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Die gibt es so als Einzelkartendinger, wie, wenn man sich das mal wegdenkt, eben hier als Doppelkartenhalter. Die gibt es, glaube ich, auch in 3- oder 4-facher Reihe, sowie in 6-facher Ausführung und sogar eine komplette 9er Seite voll gibt es. Also es gibt es in wirklich ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten, die man sich halt raussuchen kann, was einem halt so am besten gefällt. Und diese Dinger sind verschraubbar. So, der negative Teil an diesen Dingern ist halt, dass es eine unglaubliche Fudelei mit diesen Schrauben ist und darüber hinaus kein Gewinde vorgegeben wurde. Das heißt, man schneidet das Gewinde quasi mit der Schraube ins Plastik rein und wenn man dann mal 1-2 Mal die Karten gewechselt hat, ne, ist zwar nicht Sinn der Sache, aber macht man ja manchmal, dann ist dieses Gewinde eben kaputt und man kann das Ding nicht mehr richtig zuschrauben und ach, es ist ein Elend, wenn eine Schraube verloren geht, sieht es kacke aus, man kann es nicht mehr verwenden und die Dinger zerkratzen auch ziemlich leicht übrigens. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, hier sieht man es nicht, aber auch dieses Ding hier ist eigentlich widerlich zerkratzt. Sieht man jetzt vielleicht auf dem Video nicht, bin mir nicht sicher. Und das sind so die Nachteile des Ganzen. Und ihr seht auch, die Dinger, die sind nicht wirklich gerade hier drin. Die sind so ein bisschen Scheps. Das liegt daran, dass auch wenn man sie gerade platziert durch das Zusammenschrauben Schrauben, wer hätte es gedacht, so ein bisschen die Karten dann da drin verschoben werden. Das sieht halt einfach nicht gut aus auf Dauer. Und dem Ganzen wurde jetzt Abhilfe geschafft. Und worum es geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, meine Freunde, ihr seht den Screwdown-Holdern zum Verwechseln ähnlich, aber kein Screwdown-Holder, nein, sondern ein Magnethalter. Ja, es gibt neue Magnethalter. Ihr wisst, ich liebe Magnethalter und wie ihr sehen könnt, den Screwdown-Holdern nicht unähnlich, gibt es jetzt tatsächlich 2 neue Varianten der Magnethalter, nämlich einmal hier die Doppelmagnethalter und auch welche mit 3 Plätzen frei, wo ihr schön ein Playset sammeln könnt oder das Götterset reinlegen könnt, habe ich auch ein paar da. Zeige ich euch auch gleich, was ich so hier habe. Und das ist tatsächlich eine wunderschöne Methode, seine Karten zu sammeln. Und dieses Ding hat tatsächlich ein Feature, das ein Screwdown-Holder nicht hat. Drehen wir das Ganze mal um. Ihr seht hier diese komischen Aussparungen. Ne? Die haben auch hier vorne Löcher. Das ist nämlich die Möglichkeit, das Ganze an einen Nagel zu hängen. Das heißt, zum Beispiel jetzt für einen YouTuber, der sich selbst vor der Kamera zeigt, also so ziemlich nicht ich, der kann sich eben, indem er hier seine Karten platziert und sich das schön an die Wand hängt, okay, er muss ein bisschen Geld ausgeben, die sind gar nicht billig, aber so kann er sich eine schöne Kartenwall machen, so eine schöne Kartenwand und kann sich dann davor stellen, so, das sind zum Beispiel so Sachen, da eignet sich das Ding wunderbar davor. Was übrigens auch cool ist, ist, dass wir hier keine Schrauben haben, das heißt, das Gesamtbild ist irgendwie ein bisschen glatter, ein bisschen glatt gebügelter, wenn man so möchte. Wir haben hier nicht diese ekelhaften Punkte, wie bei einem Screwdown-Holder und die Dinger zerkratzen tatsächlich gar nicht so leicht. Also das Plastik, muss ich ehrlich gesagt sagen, es fühlt sich so, wenn man es in die Hand nimmt. Es fühlt sich ein bisschen billiger an als das hier, aber ich habe die Dinger jetzt schon eine Weile und ich muss sagen, die zerkratzen nicht so leicht wie die Screwdown-Holder. Natürlich auch ein bisschen, klar, wie es halt üblich ist für Kunststoff, der aneinander reibt sozusagen, aber nicht so übel wie die Screwdown-Holder. Und die Dinger sind auch wirklich relativ easy in der Handhabung. Ihr seht zum einen hier diese kleine Kerbe, ja, da könnt ihr hier quasi
das Ganze so aufmachen. Na, das Ganze hat ja hier diese zwei Magnete. Hier habt ihr zwei Nasen. Es funktioniert eigentlich wie bei den kleinen Magneten dann auch. Ja, da legt ihr dann die Karten rein. Das sind so Aussparungen in dem unteren Teil des Magnethalters. Da könnt ihr die Karten schon reinlegen und dann haut ihr den Deckel so schräg von oben drauf, lasst ihn runterfallen und zack, sind die Dinger drin. Und ihr seht auch, die liegen wesentlich gerader drin als jetzt in diesen Screwdown-Holdern. Bei den Screwdown-Holdern ist übrigens auch ein bisschen mehr Platz. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich bei denen nur so eine Perfect-Size-Hülle genommen habe. Und bei denen tatsächlich eine Ultra Pro. Ist übrigens unverzichtbar, immer mit einer Ultra Pro Hülle reinhauen, ansonsten wackelt das Zeug drin umeinander, weil die Dinger einfach eigentlich nicht für Yu-Gi-Oh! Karten konzipiert sind. Also man sollte die Dinger immer in einer Hülle da reinhauen, nicht ohne Hülle. Na, sonst sieht es halt auch wieder unschön aus, weil sie dann halt auch wieder schief drin liegen. Genau, das sind jetzt auch wieder hier dieselben Karten. Also ihr seht, ich habe hier in mehrfacher Ausführung direkt. Es sind aber nicht die einzigen Karten hier drin, aber ich habe nämlich schon fleißig eingekauft. Vielleicht interessiert noch der Punkt Preis. Ich glaube, die Dinger bewegen sich zwischen 7 und 9 Euro. Ich glaube, so 7,50 oder 7,80 Euro kosten die kleinen und 9,50 Euro oder so ähnlich kosten die großen. Sind erhältlich bei Lotticards und aktuell auch bei Gate to the Games. Ich glaube, Lotticards ist nochmal ein Ticken teurer als Gate to the Games, so wie bei den normalen Magnethaltern auch, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wir jetzt ja theoretisch schon am Ende des Ganzen wären, technisch gesehen, habe ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet, denn man kann in diesen Dingern auf hervorragende Art und Weise sammeln. Man kann nicht nur seine Karten darin aufbewahren, sondern man kann dem Ganzen auch noch einen gewissen Sinn verleihen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein komplettes Set. Ne? In kompletten Sets sammeln ist ja klar. Man kann zum Beispiel bei den Dreiern kann man hier schön die Götterkarten, die Heiligen Ungeheuer, die Asengötter, dieses Blitz 3, 2 und Einhorn und so weiter kann man da drin schön sammeln, kann man das komplette Set voll machen, man kann Promopack-Sets voll machen und genauso funktioniert das auch hier. Zum Beispiel diese ganzen Celebration-Umschläge, außer den 2017er, der hatte auch drei Karten gehabt, aber die anderen haben ja alle nur zwei gehabt. Der 2018er hatte ja dann den Dark Magician und den Blue Eyes und der 2019 den Red Eyes und die Wiedergeburt. Und die kann man hier super reinmachen und kann hier tatsächlich setweise sammeln. Der Fantasie sind hier tatsächlich keine Grenzen gesetzt und das werde ich euch jetzt auch beweisen, denn ich werde euch jetzt zeigen, was ich daraus bisher alles gemacht habe. Eine weitere sehr schöne Methode zu sammeln ist nämlich die Möglichkeit, die diese Magnethalter bieten, die Ritual-Zauberkarte und das Ritual-Monster in einem Case nebeneinander zu präsentieren. Das finde ich mega nice. Das finde ich wirklich, wirklich mega toll. Ich denke, sowas Ähnliches werde ich auch auf meine Ausstellung bringen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde die Idee super. Wir haben zum Beispiel einmal den Dokuro Rider sowie Revival of Dokuro Rider als Rare aus dem Tournament Pack 2. Die gehen, glaube ich, zusammen so in etwa 80 Euro. Habe ich auch ein paar Stück vor, wobei ich, glaube ich, dreimal mehr von den Zauberkarten habe als von dem Monster, also von ihm, glaube ich, erst 7 oder 8 Stück. Sind ziemlich schwer zu bekommen, die Dinger. Aber darum geht es jetzt in dem Fall nicht. Also so kann man tatsächlich auch sammeln, finde ich mega nice. Auf der linken Seite die Ritual-Zauberkarte und auf der rechten Seite dann das Ritual-Monster. Passt auch hervorragend zusammen. Ich finde das einfach nice, diese Möglichkeiten, die diese Art von Magnethalter bieten. Ist aber nicht alles, was ich habe. Also ich zeige euch jetzt tatsächlich alle Karten, die ich bisher in diesem Magnethalter habe. Ich zeige euch auch gleich den Dreier-Magnethalter. Da habe ich auch ein paar hier. Dann haben wir zum Beispiel hier den Skull Guardian und den Novox Prayer. Also auch hier Ritual-Zauberkarte. Karte und Ritual-Monster-Karte, beide in Super Rare. Bei uns gibt es die ja auch nur in Rare aus dem Tournament Pack 2, auch da sauteuer. Die hier sind tatsächlich so alt, dass sie noch keine Set-ID und auch noch kein Auge von Anubis haben. Sie gehören also quasi zu den ersten Karten überhaupt. Sie haben tatsächlich auch das allererste Layout, das jemals rausgekommen ist, denn sie haben hier oben auch noch den schmalen Effektkasten, den schmalen Namenskasten, denn beim zweitältesten Layout ist der auch schon ein Stückchen breiter. Sehr, sehr cool an der Stelle und ihr seht, es sieht halt einfach wunderbar aus. Es ist eine schöne Methode zu sammeln. Dann haben wir hier einmal Serra Ritual und Serra Damant, allerdings nicht die Super Rare Versionen, die ja Standard sind, sondern halt die Secret Rare Varianten aus dem Premium Pack 1. Falls ihr dazu mal mehr Informationen haben möchtet, schreibt mir das in die Kommentare, dann beantworte ich euch das dort gerne, denn wie wir alle wissen, gibt es die Karten ja eher hauptsächlich als Super Rare aus dem Set. Hat auch eine lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich gar kein richtiger Misprint ist, sondern beabsichtigt war. Aber wie das mit der Ratio und allem anderen aussieht, das werde ich jetzt in dem Video nicht erklären, denn darum geht es heute nicht. Ist auf jeden Fall mega nice. Schaut euch mal, wie das aussieht. Das ist einfach wunderschön, Leute. Wow. Serra Adamant als Secret Rare. Einfach eine tolle Karte. Dann haben wir hier den Magier des schwarzen Chaos zusammen mit seinem Ritual. Mit dem schwarzen magischen Ritual aus dem Premium Pack 1. Die wurden dort ja standardmäßig als Secret Rare geprintet. Also die gab es gar nicht als Super Rare. War auch so ein bisschen das Highlight aus dem Premium Pack 1 und natürlich auch das Covermonster, sehr cool. Und um ein bisschen was Moderneres auch
am Schlüssel zu haben, habe ich hier den Magician of Black Chaos Max und Chaosformen, denn ja, Chaosformen ist nicht nur die Ritualzauberkarte für den Chaos Max Drachen, sondern für so ziemlich jedes Chaos Monster, und da gehört er natürlich auch mit dazu. Wichtig ist übrigens, wenn ihr das macht und die Möglichkeit habt, sage ich mal, weil zum Beispiel Chaosformen und der Magician kommen ja nicht aus demselben Set, dass ihr die Karten dann in derselben Rarität wählt, denn die Chaosform gibt es ja auch in Ultra Rare und in Gold Rare, und Gold oder Ultra neben der Secret würde etwas seltsam aussehen. Dementsprechend habe ich hier die Secret Variante genommen. Ist auf jeden Fall auch wunderschön. Das ist aber noch lange nicht alles. Das Ganze lässt sich nämlich auch mit Fusionsmonstern veranstalten, indem man einfach auf die linke Seite eine Polymerisation haut und auf die rechte Seite tatsächlich das Fusionsmonster. So eine ähnliche Möglichkeit könnte man theoretisch auch mit den Dreier-Magnethaltern machen, indem man auf die eine Seite das Fusionsmonster haut und auf die andere Seite die Fusionsmaterialien. Will ich persönlich jetzt nicht machen. Ich denke, ich werde es halt so belassen mit der Polymerisation und eben hier dann der jeweiligen Fusionsmonsterkarte. Wichtig für mich persönlich ist zum Beispiel bei so einem Fall, dass die Auflagen stimmen. Also wenn das Fusionsmonster first ist, muss die Polymerisation auch first sein, ansonsten sieht es doof aus. Habe ich auch hier, wie ihr seht, beide aus LOB, beide in einem hervorragenden Zustand. Wie so ziemlich alles in meiner Sammlung. Auf jeden Fall mega, mega cool. Kann man auch mit limitierten Karten machen. Bei limitierten Karten, wie zum Beispiel dem glänzenden Flügelmann hier aus der Collection Tin, handhabe ich es dann so, dass die Polymerisation dann in dem Fall eben unlimited ist, ja. Weil, ich weiß nicht, Poly gibt es ja nicht als Limited Edition, und als First Edition wollte ich es jetzt auch nicht reinklatschen, deswegen habe ich einfach eine Unlimited genommen. Sieht meiner Meinung nach optisch so ein bisschen besser aus. Glänzender Flügelmann ist ja eh ein unglaublicher Klassiker. Dasselbe habe ich hier nochmal, also wir haben ja nochmal einen Flammenflügelmann, einen glänzenden Flügelmann, allerdings jetzt hier aus der Legendary Collection GX, auch Unlimited, und dementsprechend ist eben hier die Polymerisation auch Unlimited. Eine weitere Möglichkeit zu sammeln ist zum Beispiel, indem man zensiertes und unzensiertes Artwork nebeneinander klatscht. So wie hier zum Beispiel, wir haben hier den Spellbinding Circle, also eben den faszinierenden Kreis, einmal im japanischen Original-Artwork hier auf der linken Seite und einmal so wie wir sie bekommen haben in Magic Ruler, in dem Fall tatsächlich noch das ganz alte First Edition. Ich mache es immer so, bei den zensierten und unzensierten Artworks nehme ich immer First Editions bei unserer Variante, weil in Japan gibt es ja keine First Edition, dementsprechend spielt das hier keine Rolle, und da nehme ich eigentlich, wenn ich kann, First Editions, ansonsten halt auch Unlimiteds, aber ich versuche da immer so auf gleicher Linie zu bleiben. Finde ich auch mega schön. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich beide Artworks sehr schön finde. Ich finde aber unsere Variante tatsächlich wesentlich schöner als die japanische Variante, auch wenn die japanische so ein bisschen mystischer aussieht, ist unsere halt einfach optisch wesentlich schöner gelungen. Und ja, das Ganze habe ich mir hier auch schon zweimal reingehauen, einfach weil ich das Gesamtbild so wahnsinnig am Feiern bin. Das kann man auch mit anderen Karten machen, wie zum Beispiel dieser hier, dem Parasitenparasit. Es gibt tatsächlich unzensierte Artworks im OCG, die man niemals mit dem Monster, das es bei uns im TCG geworden ist, in Verbindung bringen würde, oder auch mit der Fallenkarte. Tragödie ist tatsächlich das beste Beispiel. Im OCG ist das eine Guillotine gewesen, bei uns so eine schreiende Frau, die sich ängstlich wegbückt sozusagen. Ach, da draußen hupt ein Auto. Lappen, Alter, mach mal Video nicht kaputt! Jedenfalls ist das auch eine schöne Variante. Das Artwork ist natürlich schon ein bisschen heftig, vielleicht ein bisschen verstörend. Wäre vielleicht mal so ein Fall für die Lost Arts, ne? So wie zum Beispiel auch Törichtes Begräbnis, auch richtig, richtig cool. Und ja, genau, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die man hier machen kann. Hier zum Beispiel auch Zedge Stone. Ist es vielleicht nicht ganz so auffällig auf den ersten Blick, aber wir haben hier drin natürlich ein Pentagramm. Hier haben wir keins. Auch hier wurde quasi der Zensurhammer geschwungen, wenn man so möchte. Ihr seht, die aus 15er X hat ein größeres Bild. Ist quasi eine modernere Karte, eine modernere Printer-Karte, aber auch in derselben Rarität, Prismatic Secret Rare. Sehr cool. Und das bringt uns tatsächlich zu den Dreiern, also zu den Dreier-Magnethaltern tatsächlich. So, bei den Dreier-Magnethaltern sieht das Ganze eben so aus. Ihr habt hier eben drei Fächer. Wie gesagt, das gleiche in grün, nur halt mit mehr Platz sozusagen. Da könnt ihr eben die typischen Sets reinhauen, wie zum Beispiel die Götterkarten. Die habe ich hier jetzt im Mosaic Rare. Also das sind, hier bieten sich jetzt, ich sag mal, was die Vielfalt angeht, ein bisschen weniger Möglichkeiten. Aber es ist natürlich auch vollkommen klar, dass die Dinge absolut praktisch sind. Dann haben wir hier zum Beispiel noch
die PGLD-Sets. Da haben wir jetzt hier ein komplett unlimitiertes Set oder unlimitiertes Set. Genau, da muss ich noch ein bisschen auf die Sortierung achten. Da haben wir jetzt hier eins, wo der Obelisk unlimited ist und die anderen beiden First. Also ich persönlich will eigentlich immer alles Sorten rein haben, sozusagen First zu First in diesen Dingern und Unlimited zu Unlimited. Aber ich habe das einfach ganz schnell zusammengeklopft, um ehrlich zu sein. Da werde ich nochmal durch meine Ordner gehen müssen, durch meine Boxen und mir hier quasi die ganzen Firsts und Unlimiteds raussortieren müssen, damit ich das hier ausbessern kann. Hier haben wir nochmal ein komplettes Unlimited-Set, das kann auch so bleiben. Ist auf jeden Fall wirklich eine schöne Sache. Dann haben wir hier zum Beispiel auch Unlimited die Heiligen Ungeheuer, ne, in Ultimate Rare. Sieht auch absolut Bombe aus. Ne? Also wenn das nicht schön ist, dann gibt es nichts Schönes. Unglaublich. Aber war, sieht einfach krass aus. Spiegelt zwar jetzt gerade heftig im Video, aber holy moly sieht das schön aus. Die habe ich dann hier natürlich auch nochmal als Ultra Rare, die billigste Billo-Variante, nämlich die aus der LC02. Die kriege ich mal hinterhergeschmissen. Das ganze Set kostet, glaube ich, keine Ahnung, vielleicht 8 Euro oder so, wenn überhaupt. Nicht besonders teuer. Hier oben leider ein Schönheitsfehler, hat es mir leider plastisch abgesprengt, kam vom Transport, also ich habe das schon so aus der Verpackung gezogen. Die Ecke lag noch als Krümel bei, sozusagen. Dann natürlich das allerbeliebteste Set überhaupt, nämlich die Sphinxen. Die kann ja kein Mensch mehr sehen eigentlich, ne? Aber trotzdem, sie gehören auch mit dazu. Dementsprechend bekommen sie auch ihren Platz. Habe jetzt erst ein Set in solche Dinge reingehauen. Weil ich, wie gesagt, ich habe hier nur ein paar. Also das, was ihr hier liegen seht, ist tatsächlich alles, was ich bisher habe. Es sind nochmal 6 Stück auf dem Weg zu mir. 3 kleine und 3 große. Da werde ich dann auch nochmal ein paar Sachen reinhauen. Hier zum Beispiel, hier ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, weil ja eigentlich der Torwächter noch dazugehört. Müsste eigentlich also 4 lang sein, aber ich habe es jetzt trotzdem einfach mal so gemacht. Ne? Es sind halt wirklich schöne Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das auch wirklich praktisch. Auch mit dem schwarzen Rahmen lässt es das Ganze noch ein bisschen edler wirken. Oder hier zum Beispiel ein komplettes Promo-Set. Das waren ja die ersten Premium Gold Rares, die rausgekommen sind. Damals noch für 60 bis 80 Euro zu haben. Mittlerweile dürfen die auch ein Stückchen teurer geworden sein. Unglaublich cool, die ganzen Teile. Also dieses Premium Gold sieht halt einfach wahnsinnig gut aus. Ja, unglaublich nice. Sehr schön. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist wirklich ein absoluter Blickfang. Hier auch mal ein bisschen was Moderneres zu guter Letzt. Das, wo ich vorhin schon drüber geredet habe. Zum Beispiel hier Blitz-3-Horn, geladenes 2-Horn und Donner-1-Horn. Das ist ja auch so ein Set aus Duelist Revolution. Gab es in Ultra Rare und in Ultimate Rare. Hier das komplette Set in First Edition. Genau, und das sind so die Sachen, die man eben damit anstellen kann. Das sind tatsächlich die Dinge, die man jetzt neu auf dem Markt bekommen kann. Ja, darüber wollte ich euch nochmal informieren. Ich wollte einfach mal ein bisschen drüber geredet haben. Ich hoffe, euch hat das Ganze getaugt, vielleicht ein bisschen motiviert, euch auch mal sowas zuzulegen. Ich finde es cool. Es darf eigentlich in keiner Sammlung fehlen, zumindest nicht, wenn man ein paar besonders wertvolle Karten hat oder Karten, die einem im Herz liegen, die man halt einfach, ja, ich sag mal, gut aufgehoben wissen möchte. Und tja, was soll ich sagen? Tierdinger kann man wegschmeißen. So, meine Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Ich hoffe, ihr genießt euren Tag. Ich werde es tun. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.